Hallo, herzlich willkommen zu unserem Workout Nummer 4 in unserem Kurs Online-Kommunikation. Und heute geht es um das Thema Aufmerksamkeit. Einer der wichtigsten Punkte, gerade für euch als Psychologen oder Wirtschaftspsychologen oder als Online-Marketer und als Kommunikationsspezialisten, ist das Thema Aufmerksamkeit und Wahrnehmung eines der spannendsten und wichtigsten Themen. Schauen wir uns mal an, wenn wir Menschen, also jetzt nicht nur als Konsument und als Kunde und als Bedarfsgruppe gedacht, wie nehmen wir Menschen eigentlich Reize wahr? Ja, also ein Reiz kann, so als Psychologe, sind alle Dinge für mich Reize. Töne, Sounds, Bilder, Bewegtbilder, all das, womit ihr dann eure Werbung oder eure Kommunikation kodiert. Also, wie nehmen Menschen Reize wahr? Ich habe euch mal so ein Kontinuum des Bewusstseins aufgezeichnet. Die Farbe ist jetzt da, wo es blau ist, da ist das Bewusstsein sehr, sehr hoch. Ja? Du spendest mir als Gegenüber momentan sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, also nimmst du mich bewusst wahr. Hallo, hier mal reingucken, hallo, das ist bewusst, du schaust mich bewusst an, du fixierst mich, du hast einen Fokuspunkt, das ist der Fixationspunkt, ist jetzt hier mein Finger. Das ist der Fixationspunkt und du nimmst mich jetzt bewusst wahr. Selektiv nimmst du mich bewusst wahr. Und je abfallender dieses Dreieck ist, desto weniger Aufmerksamkeit spendest du mir. Das heißt, du kannst als Mensch auf der einen Seite bewusst wahrnehmen, also du fokussierst wirklich auf mich, du schaust wirklich auf meinen Finger, der sich jetzt bewegt, und weil er sich bewegt, guckst du jetzt hin und jetzt sage ich, guck mal hier hin, also du tust mich bewusst wahrnehmen. Das heißt, du setzt deinen Fixationspunkt und wenn ich sage, schau mal hier und jetzt schau mal hier, dann springt dein Blick von links, von dem einen Fixationspunkt zu dem nächsten Fixationspunkt und der Sprung, den nennt man Saccade. Das ist auch das, was wir in unseren Übungen dann mit dem Eye-Tracker beobachten können. Wo ruht das Auge? Meistens sollten das diese Areas of Interest sein. Und wo springt das Auge als nächstes hin? Und wie schauen dann diese Fixationspunkte aus? Also das passiert alles, wenn du im blauen Bereich bist, wenn deine Wahrnehmung bewusst ist. Dieses Kontinuum des Bewusstseins kann aber auch abnehmen. Es können dann Teile sein, wie ich es geschrieben habe, wo du dann vielleicht nur noch teilbewusst wahrnimmst. Du guckst dir diesen Film an und sagst, ah, hier habe ich schon alles gehört und so. Was erzählt er denn wieder? Was erzählt er denn? Und vielleicht nimmst du mal nebenbei dein Handy raus und schaust nach, ob du noch einen Termin hast oder ob du eine Nachricht in Facebook bekommen hast. Aber du hörst mir trotzdem noch zu und da spricht man dann von teilbewusst. Du wirst nicht alles mitkriegen, was ich so erzähle, aber wichtige Punkte, die hörst du noch, weil du ja in der Aufnahme in dem Modus teilbewusst bist. Und dann ist es so, dass es natürlich rübergeht, die Aufmerksamkeit des Kunden. Und ganz am Ende haben wir dann eben die sogenannte periphere Wahrnehmung. Das heißt, du nimmst alles nur noch sehr, sehr, sehr verschwommen auf. Als kleine Lernhilfe, damit du dir das vorstellen kannst. Also links, die Fokussierung, das ist dieser Punkt hier. Du guckst hier drauf. Da stellst du scharf und schaust den Finger an. Die periphere Wahrnehmung, weiß nicht, wie ich das am besten erklären soll. In Bayern reden wir von dem sogenannten Gorsblick. Also Gors ist klar, das ist eine Geiß und der Gors steht so da und schaut in die Menge wie ein Vollidiot. Und alles, was ich jetzt sehe, peripher sehe, ist unscharf, weil ich ja nirgends meine Augen darauf richte. Alles ist für mich unscharf. Und mein Gehirn lässt aber meine Augen auf unterschiedliche Fixationspunkte springen. Und diese Fixationspunkte geben mir dann die Erscheinung oder den Glauben, dass ich alles scharf sehe. Rechts, da wo es grün ist, bin ich aber in der peripheren Wahrnehmung. Da ist für mich alles verschwommen. Das Schöne ist, ich sehe die ganze Bühne. Also ich sehe alles, was hier in dem Aufnahmeraum ist, links und rechts. Ich sehe die ganze Bühne. Und sollte jetzt da irgendwo eine Bewegung stattfinden oder solltest du mir jetzt tief in die Augen blicken, dann kann ich dich jetzt angucken und ich komme aus diesem peripheren Umfeld in dieses Verschwommene und richte praktisch meine Augen auf diese unterschiedlichen Punkte. Also die periphere Wahrnehmung ist immer verschwommen, ist immer
unklar, aber man sieht die ganze Bühne. Und das meiste, was wir, oder die meiste Vorgehensweise, die wir Menschen machen, ist eben diese periphere Wahrnehmung. Ich werde auch dann ein relativ altes Modell zeigen, das sogenannte ELM-Modell, weil wir das hier in der Kommunikation und in der Online-Kommunikation sehr gut einsetzen können. Es ist das sogenannte Elaboration-Likelihood-Modell. Und das beschäftigt sich eben damit, wie wir Menschen Reize wahrnehmen. Wenn du voll bewusst dabei bist, denk an den Finger, dann läuft die Wahrnehmung über die sogenannte Central Route to Persuasion. Und wenn du noch mich am Rande verschwommen wahrnimmst, dann bist du in dieser Peripheral Route, die relativ unscharf ist. Also nochmal ein Beispiel, werblich. Wenn du jetzt eine Webseite liest, du suchst in einem Suchsystem eine Antwort, dann bist du hochkonzentriert, dann guckst du dahin, deine Wahrnehmung ist bewusst, du arbeitest über diese Central Route to Persuasion. Fährst du mit dem Auto an einem Großflächenplakat vorbei und fährst vorbei, dann ist deine Wahrnehmung zu 99% peripher, das heißt relativ verschwommen. Das heißt aber für dich jetzt, wenn du Werbung auf Großflächenplakaten machst, dann geh von der Gestaltung bitte davon aus, dass die Leute jetzt im Vorbeifahren nichts lesen wollen, was filigran ist, dass sie bei so einer Gestaltung nicht viel Text brauchen. Und das sagt eben dieses Elaboration-Likelihood-Modell. Und da werden wir vertieft darauf eingehen, weil wir dann später, wie wir sehen werden, hier unsere Strategien und aber auch die Gestaltung sehr, sehr, sehr schön ableiten können. Also wann spenden wir Aufmerksamkeit? Das heißt bewusste Zuwendung, wo wir wirklich über die Central Route to Persuasion gehen und uns das angucken, das ist immer ein kleiner Teil. Ja, das ist immer nur ein ganz kleiner Teil. Die meisten Bereiche sind dann teilbewusst und diese Teilbewussten gehen relativ schnell über in das Periphere. Und wie wir dann in dem Kurs sehen werden, ein ganz, ganz spannendes Thema, ist dann die implizite Wahrnehmung und die implizite, die unbewusste Gedächtnisverarbeitung, was dann eben auch unsere Online-Strategien und die Gestaltung unserer Werbemittel und Kommunikationsmittel, also die Kodierung dieser Mittel, natürlich sehr, sehr stark beeinflusst. Aber das zeige ich euch, das ist ein spannendes Thema und dann wird es dann auch recht bunt und recht kreativ und es macht Spaß. Das heißt, wir haben also auf dem einen Ast all das, was heute in diese Implizitforschung hereinfällt und das andere eben, was aus dem Elaboration-Likelihood-Modell kommt. Und ich finde, das sind zwei Modelle, die sich sehr schön für die Werbung und für die Kommunikation und speziell für die Online-Kommunikation und Entwicklung von Online-Marketing-Strategien und Kommunikationsstrategien praktisch anbietet. Also, ihr habt gesehen, wie wichtig diese Aufmerksamkeit ist. Das heißt, ich habe hier versucht, mit so einem kleinen Bild euch das mal ein bisschen zu simulieren. Das heißt, wie aufmerksam sind deine Zielpersonen, sind deine Bedarfsgruppen in dem Moment des Werbemittelkontaktes? Ja? Und die Aufmerksamkeit kann also einmal bei bewusster Wahrnehmung, ist die sogenannte Aufmerksamkeitstür extrem offen. Er spendet dir die Aufmerksamkeit, er wendet sich dir zu. Das, was ich teilbewusst genannt habe, also eine eher verminderte, eine geringe Aufmerksamkeit, das soll eben dieses zweite Bild visualisieren. Das heißt, da ist die Aufmerksamkeitstüre, die Involvement-Türe, nur noch einen kleinen Spalt offen. Und dann kommen wir in den Bereich der unbewussten, der impliziten Wahrnehmung. Da ist dann die Aufmerksamkeitstüre zu. Das heißt, deine Zielperson bekommt gar nicht mit, dass sie jetzt etwas mitbekommt. Das heißt, die Reize, die du aussendest, kommen nicht in den Bereich der bewussten Wahrnehmung deiner Zielpersonen, sind aber trotzdem im Unbewussten extrem mächtig und wirken und steuern das Verhalten der Zielpersonen. Und das ist eben die Türe zu. Und Türe zu ist die ganze Implizitforschung ein extrem spannendes Gebiet. Auf das werden wir dann eingehen, hier in dieser Lerneinheit, in diesem Workload. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ihr seht, ein recht mächtiger und extrem wichtiger Workload, den ihr euch bitte ansehen sollt und macht auch die kleinen Übungen, die drin sind. Schaut euch die Literatur an, schaut euch die aktuelle Literatur an, die ich euch zu diesem Themenkomplex zur Verfügung stelle. Und ja, damit sind wir schon wieder bei der Einführung dieses Workloads am Ende. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mir auch hier wieder zugehört habt und ich hoffe, ich konnte euch den Inhalt dieses kleinen Workloads auch ein bisschen schmackhaft machen. Schaut euch das an und ich freue mich schon auf den regen Austausch, entweder wieder über Google Hangout oder in unseren virtuellen Klassenzimmern oder ganz einfach im echten Treffen in unserer Präsenz.
oder irgendwo in einem Café. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns. Tschüss.